Wir müssen das öffentliche Leben runterfahren. Und da gibt es keine Diskussion über Schlupflöcher oder Einzeltatbestände, sondern gerecht für alle und alles. Wir haben in Bayern seit dieser Woche schon sehr starke Beschränkungen. Wir haben im Moment eine halbwegs Stabilität unserer Zahlen, aber wir spüren, es läuft uns davon. Es zerrinnt uns zwischen den Fingern. Wir müssen eine klarere und konsequentere und damit auch verständlichere Entscheidung für alle fällen. Und das betrifft sowohl die Geschäfte, das betrifft auch noch weiter Schulen und Kita, das betrifft auch nochmal die Weihnachtszeit. Aus meiner Sicht ist relativ klar, wir können nicht erst nach Weihnachten anfangen. Warum warten, wenn wir wissen, dass es notwendig ist? Warum zögern, wenn wir die Notwendigkeit bereits für uns definiert haben? Ein Tag hin oder her verändert nicht, verschlechtert nicht die Lebensqualität im Alltag. Aber es könnte ein Tag oder zwei Tage zu spät sein. Deswegen freue ich mich, dass jetzt auch sehr viele in Deutschland gerade diskutieren, auch Ministerpräsidenten, Kollegen, zu sagen, vorziehen, schneller zu entscheiden. Natürlich muss der Bund und wird es auch tun, Hilfen weitergeben, das ist klar. Aber es geht jetzt nicht nur ums Geld, es geht jetzt schon um eine konsequente Entscheidung, wie wir Corona weiter bekämpfen können. Viele bei uns in Bayern haben gefragt, warum macht ihr den Katastrophenfall, Jens? Der Katastrophenfall hat praktische Probleme. Auch die Nürnberger Klinik ist de facto voll. Sie braucht Unterstützung. Und sagen jetzt bereits übrigens die Ärzte, wenn an Silvester die normalen Böllerunfälle kommen, sind wir kaum in der Lage, noch Patienten zu versorgen. Also müssen wir uns nochmal grundlegend überlegen. Wir brauchen auch an Silvester noch Einschränkungen. Und ich sage das auch leider bei Weihnachten. Auch da müssen wir uns überlegen, engster Familienkreis, ja. Aber zum Beispiel 10 wechselnde Haushalte ist natürlich nicht vorgesehen. Es ist die Zeit für ein Familienfest, aber nicht für eine Weihnachtsparty. Es bringt uns nichts, wenn ein Bundesland ein Geschäft aufhat und das andere hat es zu, weil dann gehen die Leute einfach über die Grenze, über die Landesgrenze und kaufen ein. Dann wird nur Corona transferiert, aber nicht reduziert. Wir würden gern all das Ganze nicht tun. Wir tun es auch nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen. Der Schutz der Gesundheit steht an oberster Stelle. Laufen lassen wäre fahrlässig. Nicht zu handeln, wenn man weiß, dass man handeln muss, wäre schuldhaft. Deswegen nochmal mein dringender Appell. Wir werden deswegen überlegen, sowohl die Ferien vorzuziehen, wir werden überlegen, auch Geschäfte wahrscheinlich zu überlegen, eher zu schließen, weil es am besten, glaube ich, für das ganze Land ist. Ein kompletter Lockdown ist gerecht, weil er alle betrifft, mit entsprechendem Ausgleich. Und damit, glaube ich, ist es die Diskussionsgrundlage für das Wochenende.